Stets für neue Ideen und Aktionen zugunsten unserer Stadt und gemeinnützige Initiativen zu gewinnen, Gedankengeber, Organisator und Macher. All das sind Attribute, die Wolfgang Meurer charakterisieren. Nach seinem Eintritt in die Werbegemeinschaft Worms im Juni 1972 wurde er in der Generalversammlung 1985 erstmals zum ersten Vorsitzenden der Werbegemeinschaft Worms e.V. gewählt. Sein vielfacher Einsatz für die Wormser Einzelhändler, die Schaffung der originellen und liebenswerten Symbolfigur Wonny, die Initiierung unzähliger Sonderveranstaltungen und seine aktive Beteiligung durch beispielhafte Schaufensterdekorationen in seinem früheren Optikergeschäft verfolgten stets sein erklärtes Ziel, die Heimatstadt Worms attraktiver, liebenswerter und anziehender zu gestalten. Mittlerweile hat Wolfgang Meurer noch liebevolle Beinamen wie Drachenvater oder Vater des Adventskalenders. Denn es war seine Idee, mit einem Kalender mit großartigen Wormser Fotomotiven, aber für kleines Geld im sozialen Bereich Großes zu leisten. Als Activity-Beauftragter des Lions Clubs hat er im Jahr 2003 diese Idee mit Unterstützung der Wormser Zeitung und der Volksbank Worms-Alzey in die Tat umgesetzt. Volksbank Alzey-Worms. Ein kleines Zugeständnis muss sein. Wer hätte, meine Damen und Herren, damals gedacht, dass der Adventskalender ein solcher Renner wird, der gestattet mit einer Auflage von 3000 Stück mittlerweile in der 10. Ausgabe innerhalb kürzester Zeit seine 8000 Käufer findet, die ab dem 1. Dezember täglich auf einen der attraktiven Gewinne hoffen. Wolfgang Meurer hat aber noch Verbindungen zu anderen Wormser Vereinigungen wie dem Wormser Karnevalclub und der Schlaraffia Wormatia. Seit Dezember 1981 Mitglied wurde Wolfgang Meurer aufgrund seiner Unterstützung des Wormser Karnevalclub und somit des alten Brauchtums Wormser Fastnacht im Jahr 1992 zum närrischen Senator ernannt. Seit über 11 Jahren ist er als Mitglied des WCC Elferrats auch aktiv an den Sitzungsgeschehen eingebunden. Also er muss immer Helau rufen, wenn ein Tusch ertönt und kostenlos essen und trinken darf. Im ritterlichen Spiel der Schlaraffia Wormatia um Kunst, Freundschaft und Humor kümmert sich Wolfgang Meurer als Junkermeister 10 Jahre um den Nachwuchs des Traditionsvereins. Mittlerweile seit 40 Jahren Mitglied bringt er ununterbrochen sein Organisationstalent, insbesondere bei Schlaraffenreisen, ein. Wolfgang Meurer ist stets gut informiert, hört sich um und weiß, was so läuft. Er lebt nicht im Wolkenkuckucksheim theoretischer Spielereien, sondern macht sich ein Bild aus der Begegnung mit der Alltagswirklichkeit. Wolfgang Meurer ist nicht nur ein bekannter Mann in unserer Stadt. Seine angeborene Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen, zu überzeugen und sich nicht einfach abweisen zu lassen, sondern den Konsens zu suchen und zu finden, hat er auf beispielhafte Weise seiner Heimatstadt, deren Bürger, seinen Freunden und Kollegen zugute kommen lassen. Dass neben einem tüchtigen Mann stets eine tüchtige Frau steht, das war nicht nur bei Herrn Kollig der Fall, es kam auch im Falle von Herrn Meurer mit seiner Frau Etta zugute. Bei einem so quirligen Menschen ist das bisweilen manchmal anstrengend. Vorsichtig ausgedrückt, aber ein Glücksfall, wenn es dennoch klappt. Daher gilt unsere Bewunderung und Anerkennung auch seiner Frau Etta Maurer. Und er wird auch stellvertretend für Sie jetzt mit der Verdienstmedaille der Stadt Worms ausgezeichnet. Und hier ist er nun, der Wolfgang Meurer. Vielmehr, er sitzt in unseren neuen Sesseln. Wie sitzt man denn da in den Sesseln? Sehr bequem. Sehr bequem. So seniorengerecht. Seniorengerecht. Funkelnagel, neue Sessel. Also unser Studio wird immer toller. Ja, Wolfgang, wenn man mal so durchliest, du hast ja eigentlich die Verdienstmedaille redlich verdient bei deinen vielen Aktivitäten. Glückwunsch dazu. Wie stolz bist du denn jetzt? Na, etwas stolz. Ich möchte es nicht übertreiben. Ich war selbst erstaunt, wenn man so die Laudatio von unserem Oberbürgermeister gehört hat.
was ich alles schon getan habe, dann muss ich sagen, es war doch einiges. Und ich bin froh, dass ich es getan habe und dass ich auch da anerkenne und Komplimente dafür bekommen habe. Das ist für alle ehrenamtliche Arbeit die Anerkennung, die ist das Wichtigste. Und wie hast du denn überhaupt erfahren, dass du die Verdienstmedaille gekriegt hast? Hast du einen Brief gekriegt oder war der OB da? Nein, nein. Es war also so, dass unser Oberbürgermeister mich, ich glaube, es war Ende November, angerufen hat und hat gesagt, halten Sie sich bitte den Freitag, den 11. Januar, frei, denn wir möchten Sie mit der Verdienstmedaille ehren. War ich natürlich von den Socken, habe es erst mal schlucken müssen, habe mich erst bedankt. Kam dann später das offiziell schriftlich, aber ich habe mich sehr darüber gefreut. War das eigentlich überraschend oder wirklich überraschend gekommen? Was geht denn zum Moment durch den Kopf? Ja, also es war wirklich überraschend. Ich wusste von nichts diesbezüglich. Und es war auch so ein Wunsch, dass das weiterhin vertraulich behandelt wird. Ist ja klar, es soll ja eine Überraschung für all die Leute, die bei dem Empfang dabei waren und vor allem auch die für die Bevölkerung. Denn die sind ja alle gespannt jedes Jahr, wer wird geehrt. Mhm. Und deswegen ist es auch bis zum Schluss, kann man sagen, fast vertraulich geblieben. Das hat der Richtige getroffen. Ich sage immer von mir aus. Danke. Was hat denn deine Frau da dazu gesagt? Hat sie sich setzen müssen? Oder? Sie war auch etwas stolz über mich. Mhm. Sie hat es nicht ganz so deutlich ausgedrückt, aber ich habe gemerkt, dass sie froh war und sich sehr gefreut hat, dass ich diese Verdienstmedaille erhalte. Der Oberbürgermeister hat von deinen vielen Aktivitäten gesprochen in der Laudatio. Wenn du mal so rückblickst, was sind da die schönsten Sachen gewesen, die du erlebt hast? Ja, es waren halt sehr vielseitige Dinge, die ich gemacht habe. Es war einmal etwas für den Wormser Einzelhandel. Ich habe aber auch dann viel Soziales getan über den Lions Club. Ich habe aber auch dann was das Nerge betrifft, was mir auch Spaß macht, beim WCC, die etwas unterstützt. Und dann natürlich auch bei den Schlaraffen, wo ich ja schon über 40 Jahre dabei bin. Und das sind alles verschiedene Komponenten, die mir Spaß machen und wo ich mich versucht einzusetzen, soweit es mir möglich war. Du hast unter anderem sehr viel, Wormser können sich schon daran erinnern, den Wonni ins Leben gerufen. Wie kamst du denn auf die Idee? Ja gut, wie ich damals 1986 Vorsitzender wurde, haben wir natürlich im Vorstand uns Gedanken gemacht, was können wir tun, um einfach die Werbegemeinschaft nach draußen etwas bekannter und attraktiver zu machen. Und da ist so eine Figur, ein sogenanntes Corporate Identity, wichtig. Mhm. Und wir haben uns da auf diesen Wonni konzentriert, der ja sehr gut angekommen ist und überall aufgetreten ist, wo es notwendig war, beim Bakshi-Fest. Mein Sohn war auch mal in dem Kostüm gesteckt. Also wie gesagt, wir haben den Wonni sehr viel präsentiert, was ja auch der Sinn der Sache ist. Jetzt weiß ich auch, woher der Name Drachenvater kommt, den der Oberbürgermeister angesprochen hat. Du warst aber noch, oder du hast noch eine andere Bezeichnung, Vater des Adventskalenders. Ja. Was ist denn das? Ja gut, ich war ja derjenige, der damals 2003 den Adventskalender des Lions Clubs ins Leben gerufen hat und mit zum Glück stetigem weiteren Erfolg, dank natürlich auch der Lions-Mitglieder, die mich unterstützt haben und auch der Wormser Zeitung, die sofort mit ins Boot gesprungen ist und auch natürlich unser Oberbürgermeister, der als Schirmherr sofort bereit war, bis auf den heutigen Tag die Schirmherrschaft darauf zu übernehmen. Der letzte Adventskalender, das war das 10-Jährige. Ja. In diesen 10 Jahren, gab es da so einen Kalender, der dir besonders wertvoll war? Ja, es sind ja immer die Fotos, die das ausmachen und den Kalender so liebenswert machen, kann man sagen. Weil die Fotos mit sehr viel Liebe von unserem Lions-Freund Stefan Blume gemacht werden. Und ich muss sagen, der vorletzte mit den Türmen von Worms war ja ein wunderbares Foto, was er da in die Kamera gebracht hat. Jeder hat gefragt, es wäre eine Fotomontage, aber das war es nicht. Ich habe selbst dann den Platz gefunden und er hat mir gezeigt, wo er das Bild gemacht hat.
Das war ja nicht einfach und es war wirklich ein Highlight. Und wir haben ja bei unserer Ausstellung und jetzt auch noch in unserem ehemaligen Geschäft ist ja da eine Montage gemacht worden, 10 Jahre Lionsgate, und da ist dieses Foto auch nochmal dargestellt. Mhm. Es war wirklich ein Riesenhighlight, was er da geschaffen hat. Außer den anderen, aber das war meiner der schönste Kalender. Mit den Kalendern unterstützt ihr die Lions soziale Projekte. Wie kommen die an die sozialen Projekte? Melden die sich bei euch oder setzt ihr euch zusammen? Ja gut, wir haben natürlich sehr viele Anfragen, wo Spenden verlangt werden. Mhm. Wir bemühen uns vor allem, die Jugend zu unterstützen. Das ist unser Hauptziel. Wir können es auch international tun, wie der Lions Club ja sowieso ein internationaler Club ist. Aber wir bemühen uns hier in Worms, viele jugendliche Projekte zu unterstützen. Und das haben wir bis jetzt immer geschafft, wie auch jetzt wieder. Wir haben 10 Stipendien für die Fachhochschule gestiftet und haben für 5.000 Euro PC-Tablets beim Gauss-Gymnasium gestiftet. Und das sind alles Dinge, die also dem Wohl der Jugendlichen zugutekommen. Du setzt dich für die Jugend ein, aber auch ganz besonders für deine Heimatstadt Worms. Hast du denn die Ziele verfolgt? Wie erreichst du denn das? Ja gut, man muss natürlich mit offenen Augen durch die Stadt gehen. Mhm. Man muss sich informieren, man muss die Wormser Zeitung lesen und muss immer wissen, was fehlt und wo hapert es und wo kann man was tun. Und da war viel zu tun. Ich denke nur, wenn ich an das Problem Weihnachtsmarkt denke, der ja mal auf dem Obermarkt war, dann war er auf dem Domplatz, wo mir persönlich sehr gut gefallen hat. Und so haben wir uns dafür eingesetzt. Wir haben uns auch fürs Backfest eingesetzt. Wir haben Backfestwagen gemacht. Und was vor allem gut war, dass ich ja mir persönlich auch hier noch einen guten zweiten Vorsitzenden hatte, den Herrn Scholz, der ja der Christführer von Horten war, wo ja oft sich die großen Firmen nicht beteiligen, was heute nicht mehr ganz so ist. Aber ich muss sagen, wir hatten ein gutes Team und auch der Herr Scholz hat in der Aufgabe als Christführer von Horten viel dazu beigetragen, sodass wir sehr viel erledigen konnten. Samt unserer Frau Huber, die ja die Geschäftsführerin war, die natürlich der Motor mit war und uns unterstützt hat, weil wir hatten ja noch ein Geschäft nebenbei, ja, oder hauptamtlich. Mhm. Und das war oft nicht leicht, das alles zu koordinieren. Aber das haben wir perfekt geschafft. Bei den vielen Aktivitäten, da muss man ja ständig irgendwie sich informieren. Was machst du, damit du so am Ball bleibst, nicht nur mit offenen Augen durch Worms gehen, sondern du bist immer voll informiert. Ja, das muss man einfach sein. Und wir haben uns auch Leute auch eingeladen in der Vorstandssitzung. Ich will nur erinnern, unser Minister Brüderle war auch schon bei uns. Ah, ja. Und zwar damals ging es um den ersten langen Donnerstagabend. Mhm. Und da war der Herr Brüderle selbst da. Und wir haben es miteinander diskutiert, ob es sinnvoll ist, sowas einzuführen. Du bist in vielen Vereinen, Organisationen Mitglied. Welche liegen dir denn da besonders am Herzen? Ach, an sich, ich kann mich einstellen auf all die Vereine, die mich brauchen und wo es mir Spaß macht. Das sind also auch neben den, möchte ich sagen, die Schlaraffen ja noch, die ja eine ganz besondere Art von Vereinigung sind, wo Kunst und Humor und Freundschaft gelebt wird. Es gibt dort keine Religion und keine Politik und ein weltweiter Verbund, wo nur Deutsch gesprochen wird, weltweit. Und das ist also ein riesengroßer Freundschaftsbund, der viel Spaß macht und Entspannung bringt. Was ist dir denn im Leben wichtig? Worauf legst du Wert? Ja gut, man sollte natürlich auch bei den ganzen Aktivitäten die Familie nicht vergessen. Seine Frau, und ich bin ja jetzt schon 46 Jahre verheiratet, glücklich mit meiner Frau. Mhm. Und wir gehen aufs goldene Ehejubiläum zu. Wollen wir hoffen, dass es erzählt. Ich fest die Daumen, ja. Und die Familie gehört natürlich auch mit dazu. Aber ich muss auch meiner Familie sehr danken, die also mich da immer unterstützt hat. Und auch gerade meine Frau jetzt, was der Kalender anging, natürlich sehr viel dazu beigetragen hat. Denn allein hätte ich das nicht geschafft. Aber nachdem ich im Ruhestand war, konnte ich das gut stemmen.
und habe aber jetzt ja nach 10 Jahren den Kalender in jüngere Hände gelegt. Der Michael Stache, auch ein Lions-Mitglied von der Firma Vigol, wird die Aufgabe übernehmen. Und ich stehe natürlich im Schatten immer noch dabei und kann unterstützen und beraten, mit tätig sein. Jetzt kann ich mir partout nicht vorstellen, dass so ein aktiver Mensch wie du jetzt einfach die Hände in den Schoß legst. Welche Ziele? Wie sieht deine Zukunft aus? Welche Ziele hast du dir gesetzt? Ja gut, ich bin ja im Lions Club weiterhin Mitglied und kein aktives mehr, aber ich werde trotzdem meinen Beitrag dazu geben, wenn es notwendig verlangt wird. Dann habe ich, wie gesagt, den Karnevalsclub, den Wormser Karnevalsclub, dem ich auch gern zur Seite stehe und wo ich auch hier jetzt bei der ersten Sitzung mit dem Elferrat war und dort als närrischer Senator sie unterstützt habe, weil es da auch immer mal Personalprobleme gibt und auch eine beratende Funktion mit habe. Und dann gibt es natürlich die Schlaraffen, die einen wirklich das Leben ein bisschen leichter machen. Vor allem, wenn man, ich weiß noch früher, wie ich im Geschäft war und dann so richtig abgekämpft war und dann sagt, sollst du jetzt noch zu den Schlaraffen gehen oder nicht? Und ich habe mich aufgeschwungen und so nach einer halben Stunde, wie ich dann im Verein war, war ich sofort gelockert und habe die ganze Profanei abgelegt. Denn es ist ja so bei den Schlaraffen, wir machen ja ein mittelalterliches Spiel und wenn wir in unsere Burgen, das sind unsere Vereinsräume, gehen und unseren Rittermantel anlegen und auch unseren Ritternamen dann haben, dann legen wir die Profanei symbolisch ab und schalten dadurch ab. Und vor allem ist großartig, dass wir jeden Abend im Winter internationale Gäste haben und es muss in beiden Schlaraffen Deutsch gesprochen werden. Das ist ganz wichtig. Etwas finde ich ganz bemerkenswert. Ja. Freitags treffen sich die Schlaraffen. Du hast trotzdem die Zeit gefunden, zu uns zu kommen. Wolfgang, dafür bedanke ich mich, wünsche dir für die Zukunft, nicht nur ich, sondern das ganze Team vom Montagsmagazin, viel Erfolg, bleib gesund, dass wir noch viel von dir hören. Dankeschön. Ich bedanke mich, dass ich mal wieder bei euch sein durfte. Ich bin ja schon öfter schon da gewesen. Ja. Und es macht immer Spaß, bei euch zu sein. Ich bedanke mich, dass ihr die Zeit für mich gefunden habt. Vielen Dank. Gerne.